Am 8. September 2022 verstarb Queen Elizabeth II. Im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland. In den ersten Tagen nach ihrem Tod wurden ihre sterblichen Überreste schrittweise von Schottland nach England überführt. Ab Mittwoch wird die Monarchin bis zu ihrer Beerdigung am Montag, dem 19. September 2022, im Parlamentsgebäude, genauer gesagt in der Westminster Hall hinter mir, aufgebahrt werden. Wir schauen uns die beiden Schauplätze, die während ihrer Beerdigung eine große Rolle spielen werden, bereits jetzt genauer an. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits jetzt auf Hochtouren. Die Wege, die die Prozession mit ihrem Sarg abgehen wird, sind bereits jetzt kaum mehr öffentlich zugänglich. Hinter mir in den Houses of Parliament, genauer gesagt in der Westminster Hall, wird der Leichnam der Königin bis zu ihrem Tod aufgebahrt werden. Dort bekommt die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich von ihrer Regentin zu verabschieden. Man rechnet mit 1 Million Menschen. Die Regierungsgebäude an der Themse haben für die Königin eine historische Bedeutung. 70 Jahre lang arbeitete Queen Elizabeth II. Eng mit der britischen Regierung zusammen. Erlebte während ihrer Regentschaft insgesamt 15 Premierminister und Ministerinnen. Darunter Winston Churchill, Margaret Thatcher, Theresa May, Boris Johnson und zuletzt Liz Truss, die sie 2 Tage vor ihrem Tod noch auf Schloss Balmoral in Schottland traf. Von der Westminster Hall aus werden die sterblichen Überreste der Queen in die Westminster Abbey überführt. Ihre 4 Kinder sowie einige ihrer Enkel werden der Prozession höchstwahrscheinlich folgen. Aufgrund der Vorbereitungen für das Staatsbegräbnis ist die Kirche bis auf einen Gottesdienst am Tag geschlossen. In der Westminster Abbey begann vor 70 Jahren die Regentschaft der Queen. Dort wurde sie nicht nur zur Königin gekrönt, sondern heiratete 1947 auch ihren Ehemann Prinz Philipp. Am Montag wird ihre Ära hier ein Ende finden. Unvergessen bleiben die Szenen der Beerdigung von Prinz Philipp im April 2021. Aufgrund der strengen Covid-19-Maßnahmen musste die Queen ganz alleine Abschied von ihrer Lebensliebe nehmen. Ein kleines Trostpflaster für den kommenden Montag. Die Pandemieregeln wurden deutlich gelockert und die Royal Family rund um Charles, Camilla, William und Co. kann sich gegenseitig Halt geben. Nach dem Staatsbegräbnis wird der Sarg der Queen nach Windsor gebracht. In der Gruft der St. George-Kapelle wird die Königin neben ihrem Vater König George, ihrer Mutter Queen Mum, ihrer Schwester Prinzessin Margaret und ihrem Ehemann Prinz Philipp beigesetzt.